Dich hat man echt vorher so gut wie gar nicht gehört. Aber okay. Ist halt, ja, Technik. Scheiß Skype! Magst du die Begrüßung machen? Na Bitte. gut, Bitte. bevor du irgendwas zusammentrommelst. Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Fußballmanager 13. Ja, ich bin natürlich nicht allein hier, sondern Rick Walbo. Der etwas angeknackte Rick Walbo ist natürlich auch mit dabei. Hallöchen. Wir müssen ihn versuchen, ein bisschen zu, ja, wieder runterzubringen, weil sonst kloppt er noch auf seinen Computer ein. Noch mehr. Noch mehr. Von dem her, ja, wir hatten schon so einige nette Erlebnisse, aber die wollen wir jetzt nicht wieder hochholen, sonst haben wir nämlich, ja, eine noch schlechtere Schmerzt mir Laune. in gütigen Also, um ganz kurz nur anzureißen, wir spielen dieses Spiel nicht zum ersten Mal. Ich glaube, da könnt ihr euch im Großen und Ganzen schon denken, was passiert ist. Also da ist so ziemlich alles zusammengekommen. Erst hatte ich einen Bluescreen, dann hatte EA einen Absturz. Dann habe ich mir gedacht, egal, ich lade die Aufnahme trotzdem hoch. Hat man Dagomi nicht gehört? Dann haben wir gesagt, okay, wir machen es nochmal. Dann hat Skype auf einmal nicht mehr funktioniert. Schön, oder? So alles, was irgendwie gibt, hat dann nicht mehr funktioniert. Also der Vorteil ist einfach, dass es gerade auch in Österreich kalt ist, sonst hätte Walburik wahrscheinlich schon längst seinen Computer aus dem Fenster geworfen. Hätte ich auch so ein Abo-Special gemacht, wo ich einfach mal den Computer zertrümmere. Ich Ja, hätte das es dann kann halt der nicht mehr mit. hochladen können, aber Ja gut, mit dem mit Handy dem aufnehmen Handy, ja. und dann beim Freund hochladen oder mit dem Handy. Ja. Morator übernetzt, überlegen ein. Sehr schön. Yay. Vor allem die Aufnahme war richtig lustig. Wir haben richtig viel Spaß gehabt und ja, Dreckskack fuck EA meint einfach mal, nö. Und vor allem Hier nicht. wehe. Ich betone es bestimmt wehe, wir sind nach diesem Spiel nicht wieder Tabellenführer. Ja. Dann Dann seht ihr das Spiel wohl nicht. komm, ja, dann komme ich zu dir und ja. 1-1. Und schmeiß dein Fe Ding eigenhändig aus dem Fenster. Müssen wir theoretisch dann über Haftpflichtversicherung, aber egal. Das überlegen wir uns dann noch. Das Ihr überlegen wir uns dann danach. seht schon, wie konkret diese Idee schon. Sie reift in unseren Köpfen. Ja, vor allem, wir kriegen gerade gelbe Karte um gelbe Karte. Und Köln ist wieder im Angriff. Das gefällt mir nicht so richtig. Ja, wollen wir es vielleicht nicht schaffen, so ein paar Tore noch zu schießen? Das wäre irgendwie super, weil ja, sonst zählt sie das Spiel leider nicht, weil man neu laden. So einfach ist das, weil das werden wir nicht verlieren. Wie gesagt, wir hatten es schon Jetzt, 4-0 was wir gewonnen. 4-0 gewinnen, wird man nicht verlieren. Ja, weil, ja, es war schon gewonnen. Wir waren quasi schon im nächsten Spiel. Wir waren Tabellenführer. Es hat, ich glaube, Michi Batshuayi hat 2 Tore geschossen. Morata McEachran hat eins. 1 und McGee schon 1, ja. Ja. Ach ja. Im Moment sieht es irgendwie gerade noch sehr nach Unentschieden aus. Im Moment. Das Tja. darf sich gern ändern. Also. Jetzt so einen direkten Eckball wäre schön. Maggie-Tran? Ja, Tor. Schön. Maggie-Tran? Ecke An der Ecke. vollendet ohne Probleme. Ja, aber erst im zweiten Versuch nach der Ecke. Aber das ist völlig egal eigentlich. Da bestehe ich jetzt auch nicht völlig auf die direkte Verwandlung der Ecke. Solange sie nachher reingeht. Ja. Immerhin. Ja, zumindest mal wieder in Führung. Schießt sofort. Millimeter, das hört man auch nicht so oft. Willst du mal auf Tabelle schalten, damit wir so einen groben. Ja. War klar, dass Bayern 04 jetzt natürlich gewinnt. Die haben Klar. vorher unentschieden gespielt. Oder 0-0, das heißt, sie haben auch schon mindestens ein Tor mehr, als sie vorher hatten.
Schweinerei. Jetzt hat auch noch Morata gelb. Sagen wir, unsere halbe Mannschaft hat gelb, oder? Was ist da? Er soll Tore schießen, keine gelben Karten sammeln. Da ist was daneben gegangen. In der Teamansprache. Ja, vor allem so viele können wir gar nicht mehr auswechseln, wie wir schon gelb haben. Ja, okay, im Moment geht's noch, aber trotzdem. Das ist, ja, EA. Und das haben wir halt vorher in Texten im 3D-Modus gemacht und ja, haben uns jetzt gedacht, das machen wir lieber in Textmodus. Mhm. Damit wir schneller neu laden können, wenn wir es nicht schaffen. Ja, ihr kennt ja, wenn ihr das Display schon länger guckt, kennt ihr ja die Geschichte dahinter. Von dem her brauchen wir euch jetzt auch nicht mehr erzählen, so von wegen. Ach, das ist das allererste Mal, dass wir neu laden. Ja, wir machen das echt selten. Wir machen das echt nur, wenn Rex IE uns dazu zwingt. Wenn wir halt irgendwas 4-0 gewinnen, ist es halt wirklich total ärgerlich. Das ist halt. Ja. Bloß weil wir dann nicht jeden Tag durchspeichern, was man ja im Prinzip eigentlich auch nicht erwarten dürfte von so einem Spiel. Bloß immer mit der Angst, dass es eventuell ja abstürzen könnte, das kann es ja auch nicht sein. Nur mühsam. Ja. Und wir müssen uns leider immer wieder drüber aufregen. Ja, sie schaffen es einfach nicht, das zu patchen. Mhm. Bringen es vielleicht dann Fußballmanager 14 raus, jetzt instabil. Zum Vollpreis. Aber ganz ehrlich, ich glaub's noch nicht so richtig. Das haben sie uns noch nicht bewiesen, dass sie sowas drauf hätten. Ich meine, ich lasse mich gerne überraschen, keine Frage, aber ach, naja. Ja, Tabellenführer dabei. Ja, und schon hört man wieder die Sprechchöre Spitzenreiter, Spitzenreiter. Ja. Hey, hey, ja. Ja, vielleicht doch nicht neu, dabei zumindest. Das heißt, Leverkusen hat Bremen hat zumindest ausgeglichen. Mhm. Unbedrängt einschieben. Morata. Tor Nummer 30. Ja. Möchte ich nur mal kurz erwähnen. Das Imperium schlägt zurück. Zumindest das allein der Saison 30. Das ist schon der Hammer. Also. Alter, allein von Rekord zu Rekord. Wen wollen wir bringen? Herrera oder Ronaldinho? Na, Ronaldinho spielt nicht so oft, oder? Wenn wir jetzt mit 2 Toren führen, denke ich mal. Geht das in Ordnung? Kann er vielleicht noch einen Freistoß direkt verwandeln oder so? Wechseln den Chili aus? Funktioniert ja auch nur im Textmodus, so richtig. Super. Super gelbe Karten. Ja. Ja, mittlerweile schon ein ganzes Deck. Ja. Ja. Ja, natürlich. Ich auch. Rechts, links, vorne. Ich auch. Ich habe noch gar keine Halt. Moment. Jetzt kommt gleich Ulreich und holt sich eine wegen Zeitspiels oder so. In der 74. Minute. Ist ja auch noch ein bisschen früh, aber. Sakai! Ja, der hatte noch keine. Was ist denn los, Leute? Im Prinzip 2, 4, 6. Ich meine, da sind ein paar schon wieder ausgewechselt, aber trotzdem. Ist ein bisschen viel. Mhm. Ich meine, die 3, die eine hatte, haben wir ausgewechselt. Aber es haben gleich 3 neue gesagt. Ich spiele aber auch noch eine. Ich auch. Ich hab gar keine. Hallo. Wieso hat der eine und ich nicht? Voll assi. Ja. Ja, sagen wir mal so, mit dem Ergebnis kann ich leben. Ja, es geht. Morata mit 30 Toren. Kann man auch lassen. Es geht. Aber ich werde gleich speichern. Wir lernen aus diesem Zwischenfall. Dass Drex EA gar keine Chance hat. Sorry Leute für die Rage-Folge heute, aber ich bin hier wirklich genug gerade, weil so viel zusammenkommt. Muss auch mal sein, glaube ich. Morata, Spieler des Tages. Mhm. Da hatten wir aber letztes Mal 3 Neuladen. Okay. Okay.
Einmal lassen wir es noch Wollen sie gut auch nicht gehen. übertreiben. Ja. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Ja, komm, schnell abbrechen, schnell abbrechen. Nee, 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 nix, nix. Abbrechen. Speichern, ja. Speichern, schnell, 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 schnell. Speichern. Speichern. Ich glaube, ich glaube, nach dem Speichern machen wir so einen ganz kurzen Break, damit die Aufnahme auch gesichert ist. Oh ja. Oder? Bis gleich. Bis gleich. Ist der schon fertig mit Verarbeiten? Wahnsinn. Wir sind zurück. Wir kommen Balboa hat sich auch wieder, wie nenne ich es jetzt, beruhigt für einen Moment. Trainingsplanung ihrer Mannschaft scheinbar nicht interessiert. Hallo? Wieso das Nein? denn? Das stimmt nicht. Nicht wahr. Hey, gerade ihren schwachen Fuß gefeilt. Auch das Tut klingt das gut. nicht weh? Okay. Vor allem irgendwann mal läuft er doch dann unrund, wenn er zu viel gefeilt hat. Okay, ja. Er wird nicht besser dadurch. Gegenteil eigentlich, aber gut. Sigurdsson. Du kommen. Du kommen. Für Geld. Was heißt die größere Konkurrenz? Wer spielt denn da schon? Das hätten wir offensiv so viel. Natürlich, Jungteam. So. Sigurdsson wechselt. Yay. Der Gulfi. Der Rüdiger fällt aus. Kleiner Hobbygolfer, Gulfi. War lustig. Der Ja, sonst keiner, aber das reicht mir. Also im Prinzip musst nur du ihn lustig finden, dann ist Wechsel alles für gut. 5,5, Marktwert 7,5. Von dem erhoffe ich mir einiges. Wehe, der Als floppt. Gifu-Sigurdsson-Fan. Wehe, der floppt. Du bist sowas von raus. Dismissed. Also, Frage ist, wollen wir eigentlich noch was umtauschen in der Mannschaft? Umtauschen im Sinne von Kommentatoren oder jetzt generell? Ja, genau. Weil wohl sucht den neuen Co-Kommentator. Feindliche Übernahme von deinem Kanal. Gehört jetzt alles zu mir. Oder sagen wir, Nee. hoffen wir ein bisschen Spitzen spielen und das lassen wir so. Ich würde Kleinigkeiten können wir vielleicht schon ändern, aber die Frage ist, Butland. wen? Vielleicht Herrera für McEachran oder so? Butland. Clark für Indy. Sowas hätte ich vielleicht getauscht, aber oder? Können wir machen. Um die Tabellenführung auch zu behalten und nicht gegen Hoffenheim verlieren zu müssen. Ein Beaver für Tusky. Ja. Ganz in bestimmtes. Ganz schnell, ja. Bitte, bitte, bitte. Ja. Gekauft. Aber wir haben Modeste noch auf der Bank dann. Der Partner dann der Lokalpresse, noch. Lokalpresse. Der wird schon so angepisst sein, Was denn sonst? unsere Tante. Tja. Haben wir es nochmal die Wahl? Einmal geht's noch. Ja, bester Newcomer der Saison, das durften wir euch ja auch letztens nicht zeigen. Aber wir probieren es Aber es halt ist einfach nochmal. zum Glück hat sich es auch nicht wirklich verändert. Wäre auch komisch, weil es ja über die Spiele hinten gerechnet wird. Ja, Oder nur Castaños ist, bedingt glaube ich, verändert. neu. Ja, aber so von der generellen Wertigkeit waren unsere Spiele eigentlich Ja, wir haben immer 1 noch bis 7 von 10. 3. Genau, 1 bis 3 und 5 bis 7 und dann der 9. Platz waren alles unsere. Ja. Echt ein schönes Ja. Bild. Da ist Dagobert Ja. noch aufgefallen, das Alter. Also keiner über 22. Ich bin drauf und dran, einen Screenshot zu machen. Ja, vielleicht schafft es das Handy Thumbnails. Thumbnails. Wenn sobald die Aufnahme natürlich ja, steht, es da keine Probleme mehr gibt. Zwinker, Zwinker, EA. Ja. Ein Topfspiel steht an. Wir dürfen mal wieder Topf schlagen gehen. Yay. Müssen dazu gar nicht weit fahren, wir gehen einfach in unser Stadion. Die ist aber auch oft sauer, die Anna. Hm? 11.3. Anna sauer, 12.3. Anna sauer. Tja.
Ja, wenn sie sich aber auch immer dafür dagegen entscheidet, mit uns zu einem Jugendturnier zu fahren oder so. Wir haben uns eigentlich eh schon lange nicht mehr getrennt, oder so. Ich bin gerade so richtig gut drauf. Heiratsantrag? Ja, dann kommt für mich auch eine Partnerschaft nicht mehr in Frage. So. Allein Ausgabeverhalten 10 von 10 ist eh immer schlecht. Jetzt geht's mir besser. Freundin weg, yeah. Ist eine gute Zeit, ja. Ja, jetzt suchen wir uns eine, die auch ein bisschen mehr ballbegeistert ist. Ballbegeistert? Ja. Das könnte man jetzt... Egal. Nicht zu tief, ja, egal. Zumindest mit weniger Ausgabeverhalten wäre schon schön. Tief ist okay, aber weniger Ausgabeverhalten. Gut. Ihr dürft jetzt das Tief nicht auf die Bälle beziehen, egal. Ja. Drückt mir nicht auf die Pelle. Bälle. So oder so. Ja, willkommen zum... Mach kurz zum... So, da sind wir zurück. Weiter geht's, willst einen Keks, ja. Fragt man sich manchmal schon, was an so Abenden manchmal alles schief laufen kann und warum es alles gebannt bei uns dann sein muss, aber gut. Alles an einem Abend. Great. Selten so einen guten Abend gehabt. Wir nehmen jetzt seit 8 auf, glaube ich, oder sowas. Mittlerweile ist es 11. Wir schaffen es, glaube ich, das ist jetzt die erste Aufnahme, also yay. Ein Spiel haben wir schon. Ja. Hoffenheim haben wir schon mal gespielt. Wir haben 4-0 gewonnen. Mhm. Scheinbar gefällt meinem Computer das 4-0-Ergebnis nicht, deswegen er einfach mal gemeint hat, ach nee, da hauen wir nochmal einen Bluescreen raus. 4.000-Euro-Rechner und so. Also entweder wir müssen wir dürfen das hier wieder 4-0 gewinnen, oder? Entweder wir müssen das 5-0 schneller machen beim nächsten Mal. Oder am besten nur 3-0. Würde ja theoretisch Taskins auch reichen. Tor stellen, dass der da noch eins reinlässt. Oder irgend sowas. Ja, braucht man keine Aufstellung, bla bla. So, weiter. Mach ich hin. Ich würde jetzt gern sagen, ihr habt das schon gesehen, habt ihr aber noch nicht. Mhm. Nur wir haben es mittlerweile schon mal gesehen. Ich habe mich ja vorher schon dezent über meinen Computer aufgeregt und über... Dezent ist gut. Skype. Und jetzt kann ich mich nochmal dezent über Camtasia aufregen und über Berardi, der gerade ja Pause macht. Denn Camtasia hat diese witzige Recover-Funktion, womit man ja eigentlich nach einem Absturz was recovern sollte. Das heißt, einfach die Aufnahme wiederherstellen, nachdem es einen Absturz gibt. Soweit so gut, dann recovert man das halt, dann dauert das halt mal so eine halbe Stunde, bis 99% und es lädt und lädt und recovert und ja, tut sich irgendwie nichts. Tut man, geht man halt nochmal auf ignorieren und sagt, neu recovern, wieder eine halbe Stunde, lädt und lädt, 99%. Wozu soll's recovern? Ich meine, wozu wartet man eine halbe Stunde? Da kann das Programm gleich einen Button hinschreiben, du weißt doch eh, dass das nicht funktioniert, oder? Smile. Anstatt gut, diese Scheißfunktion, weil, mal ehrlich, schreibt's in die Kommentare, bei wem hat von euch recovern schon mal funktioniert? Morata, bitte triff auch mal. Oh Gott, ich muss mich muten, ich krieg zu viel. Das wird die Rage-Folge. Ich weiß auch nicht, warum ich mich gerade zurückhalten kann. Wahrscheinlich sitze ich nicht den ganzen Tag schon vor deinem Rechner. Das ist wahrscheinlich das Glück für mich. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Aber es ärgert trotzdem. Ich kann es echt gut nachvollziehen. Also ich freue mich schon auf Fußballmanager 14, wenn wir das dann bei Dagomis Kanal hochladen und ich nichts mehr mit der ganzen Scheiß-Technik zu tun habe. Dort nur noch schauen, dass mein Skype halbwegs funktioniert und ich von auch mal länger mit dabei bin und keinen Kack-Bluescreen habe. Mhm. Wenigstens das Rotz-Camtasia wird mir dann erspart bleiben. Ja, es wäre dann schön, ja.
Ja. Ich meine, was können wir Positives aus diesem Ergebnis bis mittlerweile ziehen? 4-0 werden wir nicht gewinnen. Da lache ich sogar noch. Ja, hast du es geschafft. Hey. Das war ich. Ich meine, da muss der neue Co-Kommentator erstmal mithalten, dich zum Lachen zu bringen. Ja. Ja. Das ist zumindest mal. Nein, keine Angst, ich höre nicht auf. Nicht, weil die Programme nicht funktionieren. Da ist, Valvorik ist da gerade etwas gefährdet. Ja. Ah, da verstehe ich bald die YouTuber, die in ihren Videos nur rumschimpfen, dass die haben wahrscheinlich auch eine miese Technik und vielleicht schimpfen die deshalb so, nicht weil sie cool sein wollen oder so, sondern einfach weil ihr Computer genauso rotze ist wie meiner. Ja, wobei da kann ich durchaus teilweise mitrotzen, was ich schon an Aufnahmen verloren habe, bloß weil irgendwas Technisches nicht funktioniert hat, so wie ich das gerne gehabt hätte, beziehungsweise eigentlich einwandfrei meines Erachtens gehandhabt habe. Da sind die Programme halt etwas eigen, sage ich mal. Also jeder, der überlegt, mit Let's Play anzufangen, überlegt es euch nochmal gut. Ihr braucht sehr dicke Nerven teilweise. Genau, wenn ihr ein gutes Nervenkostüm habt, also nicht so wie die Fußballmanager-Typen da mit schwachen Nerven, aber auch wirklich gute Nerven, um da... Gibt es Elfmeter? Habe ich das richtig gesehen gerade? Nicht alles aus dem Fenster zu schmeißen. Ja, Ofoe schießt den und trifft den. Sehr schön. Schwach geschossen, aber trotzdem verwandelt. Völlig egal eigentlich. Ja, Hauptsache drin. Wir brauchen so ein bisschen Erfolgserlebnisse gerade zumindest. Ja. Oh ja. An den Ergebnissen hat es in letzter Zeit ja nicht gelegen eigentlich, sondern eher eben an... ja. Das Heimbringen der Ergebnisse. 2x4-0. Ich formuliere es anders, sie speichern zu dürfen. Hm. Ja. Einmal EA-Absturz, einmal Bluescreen. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Aber bei 4-0 wird es nicht mehr ausgehen, also von dem her. Interessanterweise hat man heute ja schon zwei Bluescreens, aber beim einen Mal war es wenigstens nicht in der Aufnahme. Ja, normalerweise, ich glaube fast, dass es am Internet liegt bei mir, aber das hatte ich ja diesmal, also am Internet Explorer, aber den habe ich ja diesmal gar nicht aktiviert gehabt. Morata, Du darfst den Ball auch gerne behalten und vors Tor tragen. Das wäre Knorke. Alles eine Wolke. Ja, Ofoe. Lass ihn einfach mal durch. Nee. Willst du ihn, du hättest ihn wenigstens noch hingleiten können. Ja. Ja, einmal Rage, immer Rage. So ist es dann halt. Das wird die Rage-Folge. Ich hoffe, das bleibt bei der einen Folge. Ja, sagen wir mal so, allein zeitlich wird es heute sich nicht mehr ausgehen. Jetzt allein egal, wie es erstmal ausgeht. Ja. Aber das ja. Ist die letzte Folge für heute und es ist gut so. Glaubt mir das. Wir haben kurz vor der Aufnahme nochmal gesagt, gut, dass es dann endlich 12 Uhr wird, also 12 Uhr Abend, dass der neue Tag beginnen kann. Ja. Weil heute wird es, glaube ich, nichts mehr mit entspannt aufnehmen. Ja. Ja. Ich glaube, der oben hat heute was gegen mich. Also. Ja, und dann auch gegen mich, weil sonst... Ich bin ja mit dabei, also. Also Blödsinn da oben, da gibt es ja niemanden oben. Hätte ich ja schon wieder fast einen Blödsinn gesagt. Du in deinem Bungalow. Da wohnt doch keiner über dir. Ja. Schön wär's, ne? So, wie wär's, wenn's hier reintrefft, auch mal zur Abwechslung, Leute? Ja, ich meine, zweimal haben sie es zwar geschafft, aber ja. Ist ja schön, den Torwart dann zu spielen, aber. Dann auch ins Tor zu treffen, wäre halt noch mal besser, weil wisst ihr dann, dadurch entstehen Tore und die Tabellenführung und sind wir uns doch ehrlich, deswegen sind wir doch da, oder? Zumindest manche von uns. Auf der Wiese. Ach ja. Nö, gut, Nuppentape sieht es eh jetzt überschaubar schlecht aus. Oder? Schön, he? Vorher alle mit einer 1-0, 1-5, jeder mit ein paar Türchen, schönes 4-0. Mhm. Und jetzt? Vor allem 4-0 wäre auch wieder, ich meine, unserem eh schon gut vorgelegten Torverhältnis hätte es bestimmt trotzdem noch besser getan.
Da hätten wir gar nichts dagegen gehabt. Aber ja, solange wir es immerhin Andere gewinnen. scheinbar schon. Scheinbar, ja. Biber trifft doch bitte mal. Wenn du schon da vorne bist. Ich gehe gleich ins Teammodus und verkaufe den ganzen Scheiß-Club. Der gehört uns auch gar nicht. Du kannst ihn nicht Ja, verkaufen. stimmt. Verdammt! Das denke ich halt bei Schalke ein, das ist auch so schlimm. Schalke ist aber zum Glück nicht Tabellenerster, um das jetzt nochmal. Ich mute mich mal eben. Ja, ich bin jetzt leider etwas hinterher. Den Pfostentreffer habe ich trotzdem gesehen. Ja. Der arme Rick Valvo. Bisschen Mitleid. Komm, mach mal alle. Oh, einfach. Ja. Hat's gut getan, Rick? Jetzt kommt, jetzt spricht er schon nicht mal mehr mit mir. Das ist schon. Da muss das, der Tag ist gelaufen heute. Und gleichzeitig führt dann auch noch Bayern gegen Dortmund. Das war im letzten Spiel auch anders, kann ich euch spontan sagen. Da hat nämlich ja, Dortmund 2-0 geführt. Sowas. Ja. So viel zum Thema. Ja, ich habe übrigens, habe ich schon erwähnt, dass ich ab jetzt Valvoriks Kanal übernehme, weil er ist jetzt eh erstmal für eine Weile gemutet. Bis er denn irgendwann mal wiederkommt, ist die Frage, ob. In dieser Folge rechne ich nicht mehr groß damit, dass er nochmal kommt. Aber naja, bin gespannt. Ich kann euch leider auch keine Spielernamen vorlesen, da ist bei mir sehr, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, Minecraft-TV-mäßig ist, also so ein bisschen Mosaik. Also mehr sehe ich zumindest nicht und kann euch nicht sagen genau, also es müsste irgendwann mal, wenn vorne jemand dran ist, Morata dran sein oder Michibachi. Das heißt, du siehst gar nicht die Rotze, die die gerade zusammenspielen. Nicht wirklich, also nur bedingt halt. Ich kann deshalb auch nicht wirklich super kommentieren. Nur den Pfosten Was? habe ich vorgetroffen. Das habe ich gesehen. Pfosten hast du getroffen. Ja, das sind auch alles Pfosten, die da mitspielen bei uns heute. Das, meine Güte, die spielen so eine Rotze zusammen. Da wird mir so übel. Ich könnte PC voll kotzen. Echt. Das gibt's doch nicht. Meine Güte, ich werde. Kann ich mehr als drei auswechseln? Kann ich vielleicht. Gott, das gibt's doch nicht. Wie rotzig kann eine Mannschaft spielen? Wir finden es gerade raus. Man muss ja dann schon froh sein, dass wir überhaupt führen, ja. Was die daneben hauen, vorbeilaufen und Grashalme zählen, das gibt's ja echt nicht. Jeder von denen. Da glaubt jeder schon, da gibt's einen Bluescreen und strengt sich gar nicht mehr an. Ich weiß nicht. Wissen die was, was wir nicht wissen? Ja. Außer, dass sie ihn schön hinten durchlaufen lassen, den Joselu. Ich weiß, dass wenn wir das verlieren oder unentschieden spielen, wir neu laden. Dann werdet ihr das irgendwann mal als Rage-Special irgendwann mal vielleicht sehen, aber Aber das war's nicht. dann auch schon. Das Spiel gewinnen wir und wenn wir das im Fuck-Sofortberechnung machen. Ja, ich weiß, das habt ihr beim letzten Spiel auch schon gehört und ich hoffe, es wird nicht zur Gewohnheit, aber es ist halt wirklich ärgerlich, wenn man zweimal 4-0 gewinnt, absolut souverän, dass sich dann die Punkt-Punkt-Technik da was anderes einfallen lässt. Na, Morata, treffen wir doch noch. Ja, mein, der ist wie gesagt einer der wenigen, der konstant trifft. Ja, muss man ja schon sagen. Selbst wenn mal ein Absturz war, trifft er danach immer noch. Aber trotzdem. Aber 3-2 gefällt mir nicht so gut wie 4-0. Ja, wie gesagt, eben auch im Hinblick auf das Torverhältnis, was im Moment wir eh relativ dominieren, aber trotzdem. Die Saison ist noch nicht fertig gespielt. Ja, da ist 9 Spieltage, das sind noch 27 Punkte, die zu vergeben sind. Da kann schon viel passieren, noch gerade so eng, wie es da oben ist. Da ist jedes Tor wichtig.
Gut, jeder Punkt noch mehr, aber in dem Fall. Ja, zwangsläufig hart damit zusammenhängend. Wenn es hart auf hart kommt, kann es halt auch daran mal liegen. Mit Modest. Ja, schön. Joker-Tor. Der kann es halt, im Gegensatz zu Michibachi heute. Mhm, oder jetzt okay. Gerade. 4-2 klingt irgendwie schon besser. Schön. Schönes Tor. Ja, das klingt doch so, als würde als würde jetzt jeder sehen dann die Folge und das wird die auch gespeichert bleiben. Vielleicht gefällt dir mein PC ein bisschen besser. 4-2. Schauen wir mal. Ja, ist halt wieder die ominöse 4 vorne. Ja. Ja. Das muss man halt bedenken. Das schießt noch eins. Babel. Fast. Und ich gelobe Besserung bei der nächsten Folge, aber ihr müsst ihn da wirklich verstehen. Morgen gelobe ich Besserung. Es war ein sehr harter Abend heute, ihr müsst ihn da echt verstehen. Gott, Babel! Also du bist echt nicht zu beneiden heute Abend. Treffen, auch rein. Reintreffen. Es darf nicht 4 ausgehen, wir dürfen keine 4 schießen. 5. Los, Babel, gib alles. Die Zuschauer wollen was sehen. Pfeife. Immerhin hat Dortmund noch den Ausgleich geschafft. Vielleicht hilft das was. Ich sehe schon, dein PC ist Bayern-Fan. Das wäre mir neu. Du hast ihn doch noch nie gefragt, was er will, oder? Für wen er... Ich glaube, er hofft mal über den vielen Bluescreens, die er hat. Das ist auch möglich. So, letzte Chance. Babel, wie wäre es, wenn du den Ball behaltest? Dann gibt nochmal Freistoß. Okay, wirklich letzte Chance demnach. Mhm. Weil ich denke, danach wird er eher abpfeifen, sobald die den Ball nach vorne hauen. Isco, du weißt, dass direkt immer nicht so gut ist. Ja? Na? Ja? Das schafft es wieder keiner, den unter Kontrolle zu bringen. Der lässt aber lang nachspielen. Ja, bis... Ja, vorbei. Bis der Linienrichter dann auch noch Hoffenheimer wird. Ja. Naja. Ja, das war's. Ich sage kurz und schmerzlos danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part und ich hoffe, dass er das jetzt doch aufnimmt. Ich werde gleich speichern. Also sollte man nicht gleich einen Bluescreen haben und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Mal. Und dann haben wir hoffentlich das Hoffenheim-Spiel hinter uns. Ja, wünsche ich euch natürlich auch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Oh, ciao. Das war so ein bisschen Liverpool-Style gerade. Das war gerade Liverpool-Platzsprecher. Tschüss. Mann, Mann, Mann. Warum hat Indy nicht gespielt? Ja, weil... Die Frage ist, hätte Indy es jemals besser gemacht? Ich meine, schlechter bestimmt nicht, aber ja. Wir dachten, es kommt ein Absturz und deswegen hat er nicht gespielt. Das lohnt sich ja eh nicht. So, er wurde eingewechselt. Ihre Aussage ist also Unsinn. Idiot. Bei wem? Babel. Soll ich vielleicht noch irgendwen erwähnen? Warum gab es gerade keine Bluescreen? Leck mich! Der wurde im letzten schon eingewechselt, also. Ja, genau. Bewertung der Wintereinkäufe. Klingt gut. Sensation für Isco und McEachern. Schon. Mhm. Echte Verstärkung, Clark und Modest. Guter Griff, Talbay. Okay, der hat nicht so oft spielen dürfen. Ciao. Ja, kein Flop. Gnabry hat es auch vollgebracht bei Kasri ist guter Griff, okay. Ja, gut, schlechter war er keiner. Mhm.
hat es halt nur bei uns ein bisschen schweifen lassen. Mensa bricht Training ab. Wer? Sackgesicht, Mensa. Ja, der ist auch langsam wieder am Auslaufen, oder? Das Weil ist mir auch so einer, ja. Der, der hat sich in meiner jetzigen Laune Vertrag auflösen, fertig. Tut das dem Mensa, glaube ich, nicht gut. Tu's nicht, wir können ihn einfach verkaufen. Vertrag auflösen ist immer so teuer. Ja.